Leute und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf diesem Kanal. Und gestern ist der Snapshot 22W15A rausgekommen, dem einige coole Änderungen dazugekommen sind. Wenn man hier oben den Warden wütend machen, dann hat er eine neue Fernkampfattacke, die, wenn er wütend ist, auch auf die Entfernung einsetzt, logischerweise. Hallo, kannst du mal was machen? Ja, jetzt? Boom. Wenn den Zombie bis da hinten weggefetzt. Es waren aber nur 5 Blöcke Entfernung. Mich würde mal interessieren, wie weit die geht. Wir platzieren sie mal hier ein bisschen weiter. Das geht in 5 Schritten nach hinten. So, ich bin hier mal in Survival Mode gegangen. Habe das hier oben gemacht, weil unten ist der Dings, da waren die ganze Zeit runtergesprungen. Und dann gucken wir mal, was das hier so macht. Ich habe im Übrigen voll Resistance. Das sind jetzt 10 Blöcke. Mal gucken, ob er da noch mich erwischt. Mach mal was. Wird mal wütend. Und? Ja, er hat mich definitiv weggeschleudert. Und ist nicht allzu schlecht. So, und dann probieren wir mal, ob er 15 Blöcke noch schafft. Okay, durch den Darkness-Effekt sehen wir das natürlich nicht mehr. Und? Schon wütend? Ja, ich glaube schon. Und 15 Blöcke schafft er auch. Gut, der Warden ist jetzt 20 Blöcke entfernt. Er ist jetzt so weit weg, den sehen wir gar nicht mehr. Und dann gucken wir mal, ob er uns auch noch bei 20 Blöcken damit erwischt. Okay, ich glaube 20 Blöcke sind dann doch ein bisschen was zu viel. Dann würde ich aber noch gerne mir diese Attacke ein bisschen genauer anschauen, indem ich hier einfach mal ein paar Zombies hinsetzen, die er dann angreifen kann. Und BAM! Da hat es dem vorne richtig die Brust rausgerissen. Krass, können wir das nochmal sehen? Bitte, vielleicht. Gerade als ich aufhören wollte, macht er wieder seine Attacke. Alter, das ist doch dummer Warden. Egal, auf jeden Fall, das ist nicht das einzigste der Besondere an dieser Attacke, dass die über die Entfernung geht, sondern sie kann auch durch Wände durchgehen. Das würde ich sagen, probieren wir jetzt gleich mal aus, indem wir hier in Survival Mode gehen und gucken, dass wir mal ein paar Vibrationen machen, um den Warden wütend zu machen. Und da habt ihr es gesehen, die Attacke ist einfach gnadenlos durch die Wand durch. Mich bis hier hinten weggeschleudert. Alter, das ist doch krank. Außerdem beim Warden mal ganz davon abgesehen, dass er dich jetzt auch durch Wände findet und du dich sozusagen eigentlich auch nicht mehr hier in die Wand einbauen kannst. Also wenn du dich hier einbaust, und selbst wenn du dann hier davor was tust, dann in Survival Mode gehst, hast du ja eigentlich im Grunde gesehen trotzdem noch keine Chance, weil er dich hier durchstößt. Und dazu kommt noch, der hört dich ja nicht nur in Vibration, sondern kann dich riechen. Die Strecke, auf die er dich riechen kann, die wurde auch vergrößert. Anfangs waren 6 Blöcke, jetzt sind es 20 Blöcke, in der er dich riechen kann. Dann gucken wir mal, ob wir hier so ein paar Geräusche machen können. Mit dem er wütend. Und da habt ihr es gesehen, da ist die Attacke hier durch den Berg durchgekommen. Aber ihr erinnert euch vielleicht noch an den Snapshot, wo es hieß, man kann Wolle auf Skalk platzieren, aber dann werden die Skalk-Sensoren benachrichtigt über den Skalk. Das wurde jetzt wieder entfernt. Man kann jetzt also auch ganz problemlos hier die Wolle drauf platzieren oder auch Teppiche. Und braucht dann keine Angst zu haben, dass man Vibrationen hinterlässt. Und wenn man hier drauf läuft, hinterlässt man Vibrationen. Auf der Wolle ist es ganz ohne Vibration. Genau. Zudem, bei Notenblöcken wurde ja im letzten Snapshot geändert, dass sie nur noch durch Wolle gedämpft werden können. Das wurde jetzt auch wieder rückgängig gemacht. Die können jetzt auch durch andere Sachen wieder gedämpft werden. Wie zum Beispiel andere solide Blöcke. Außerdem gab es das Advancement Sneak 100. Das macht in dem Fall, dass sobald du irgendwie neben dem Skalk-Sensor oder dem Warden oder sowas sneakst, bekommst du das Achievement, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und dann würde noch das Advancement, wenn das Quad Hops into the Town hinzugefügt. Das bekommt man dann, wenn man alle Froscharten gezähmt hat, soweit ich weiß. Zudem, beim LA wurde noch hinzugefügt, dass es 2 Herzen pro Sekunde regeneriert, wenn es irgendwie Schaden genommen hat. Das heißt, das LA hat die ganze Zeit einen ziemlich starken Regenerationseffekt. Und sobald man es ja selber gemacht hat, kann man das LA ja schon gar nicht mehr schlagen. Also wenn ich dem ein Item gegeben habe, macht der Schlag dem LA nichts mehr aus. Ich kann es dann schon mal nicht schlagen. Ich finde, das sollte man eigentlich auch noch für vielleicht ein paar andere Tiere hinzufügen.
zum Beispiel seine ganzen eigenen Hunde und sowas. Außerdem, wenn man das Achievement How Did We Get Here bekommt, dann bekommt man anscheinend auch den Darkness-Effekt. Und wenn wir mal so einen Mangroven-Sumpf anschauen, bei dem gab es auch einige Änderungen, da sind die großen Bäume wesentlich wahrscheinlicher als kleinere Bäume. Und, was wir hier auch schon gleich sehen, man kann solche Moosteppiche jetzt auf den Wurzeln von den Bäumen finden. Außerdem würde hier diese Schlammschicht verdickt, die geht jetzt runter bis auf den Stein. Das heißt, wir haben hier keine Erde mehr dazwischen wie letztes Mal, sondern es geht runter und dann kommt direkt Stein. Außerdem diese Mangroven-Setzlinge, die Mangroven... Wie heißen die? Porpuklei? Porpuklei, keine Ahnung. Die kann man jetzt auch beim Modern Trader für einen komplett abnormal hohen Preis, wie eigentlich alles, traden. So, das war's auch im Großen und Ganzen mit dem Snapshot. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier rechts findet ihr jetzt das 100 Abo Special. Links die gesamte Minecraft Tutorial Playlist. Und damit sage ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Über ein Like, Abo und einen Kommentar würden wir uns freuen. Und tschüss!